So, wir begrüßen Sie wieder zur zweiten Hälfte. Berbatov und Rooney stoßen an. Jetzt wieder Berbatov. Giggs, also die spielen schon Traumfußball. Man kann es hier anders sagen. Giggs und die Mitte. Mathieu klappt gerade noch so. Der war gefährlich. Ah, Duris. Pablo Hernandez. Also wenn Valencia hier nochmal zurückkommt, dann ist das Moral. Das ist dann eine unglaubliche Moral, wenn die hier nochmal zurückkommen sollten. Fletcher, Berbatov, jetzt zaubern die hier. Was zaubern die auf dem Platz? Dilbert. Ach, sie müssen jetzt kommen. Soldado brauchen sie. Der immer den Hammer rausholt. Wie im Spiel gegen den ASO. Das Traumtor in der 90. Vielleicht schießt Valencia diesmal zwei Tore in der 90. und macht damit mal Manu im Jahr 99 nach. Gegen die Bayern in der Nachspielzeit die zwei Tore erzielt. Möglich wär's. Nani. Rafael. Wieder für den dann. Also, Manu hat jetzt schon unglaubliche Ballsicherheit. Es ist fast jetzt nur noch Manu. So, wieder Rooney. Berbatov. Ah, da war noch ein Foul an Fletcher. Hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Konterchance Valencia. Juan Mata. Macht der denn? Oh, Pablo Hernandez. Und das war ein Foul. Da kriegt Manu sogar noch den Freistoß. Was war das denn? Das war doch nie im Leben ein Foul. Fletcher stolpert über den liegenden Juan Mata. Und dafür gibt's Freistoß der Manu. Wieder eine Fehlentscheidung, oder? Ja. Eine unfassbare Giggs. Eine spielentscheidende vor allem. Ja, ja. Es war nämlich eigentlich nichts. Hargreaves, der Ex-Münchner, kommt jetzt für Fletcher. Der Torschütze, Zeitkreis hier. Also, das Tor des Turniers wird danach auch noch gewählt. Oder? Ja. Das könnten wir auf alle Fälle machen, weil wir hatten sehr, sehr viele schöne Tore. Was ich besonders herausheben möchte, ist eben dieses 2-0 von Cristiano Ronaldo im ersten Spiel gegen Chelsea. Das war wunderbar. Also wie er den da reingedreht hat, das ist sensationell. Und ich dann so, okay, da muss ich dich kurz unterbrechen, es ist genau den Tor gefallen. Das war auf jeden Fall bisher mein Lieblingstor. Oder eben auch das Freistoßtor von Nani oder eben dieser Kunststoß von Özil gegen den AC Mailand. Das war auch ein schönes Tor. Die gab's alle bei mir. Aha. Naja. Ich hab. Oh, Dominguez! Gefährlich! Also, Valencia hat mehr Schüsse. Liegt aber 2-0 hinten. Valencia hat 3 Schüsse. Manu 2. Und Manu liegt 2-0 vorne. Also, das ist wirklich. Also, unglaublicher auf minimaler Aufwand. Fabio kommt jetzt für Nani. Van der Sar bringt da jetzt den Abstoß. So, Manuel Fernandes, jetzt müssen sie mal kommen. Miguel. Ebra. Vidic. So, hier wird Miguel. Juan Mata, wird da gefoult? Das ist eine gute Position. Da kann man vielleicht mal eine gute Hereingabe bringen und dann steht es nochmal 2-1 und dann ist es hier nochmal spannend. Dominguez. Dominguez. Ganz, ganz schlecht. Juan Mata kriegt er nicht mehr. Schade. Einwurf für Manu. Rafael und Fabio sind vom Spielstil her sich total ähnlich. Und Carlo Costa. Wunderschöner Pass auf Mathieu. Berbatov. So, Anderson. Rooney, jetzt zaubern sie. Oh, wunderbar. Ryan Giggs, den Uldi. Miguel foul da Giggs. Das war ein Foul, aber es bestraft der Schiedsrichter auch noch. Nee, ich bestraft sie mit der Karte. Sah so aus. Für den Captain von Valencia. Giggs. Der kann auch hereingaben. Das wissen wir. Und der bringt aber keine gute. Rooney hat den Ball nochmal.
Berbatov zusammenspielen mit Rooney. Und dann war es abseits. Dann war es abseits. Wo Berbatov nochmal zu Rooney, dann war es abseits, ja. Ganz klar. So, Ricardo Costa, noch 15 Minuten auf der Uhr, steht noch 2-0 für Man U. Valencia muss jetzt kommen. So, Mathieu. 10 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Vicente. Und Fabio holt sich den Ball. Raphael. Also Fabio und Raphael, da könnte man von den Frisuren her denken, das sind Brüder. Rooney. Dominguez, Alvaro Dominguez. Nee, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Alejandro oder wie er heißt. Irgendwie. Und Juan Mata ist gegen Vidic. Wieso macht er den nicht rein? 84. Dann steht es hier 1-2. Er hat Zeit, er kann gehen. Und macht den Ball nicht rein. Das gibt's nicht. Dann ist das hier wieder total spannend. Dilbert, der hat schon gelb. Foul gegen Berbatov, muss aufpassen. Kriegt aber keine Karte, war Ellenbogen. Fabio. Das Spiel ist gelaufen. So, wieder nach oben, Efra. Schön nochmal gemacht von Miguel, aber es ist der Einsatz, der bringt nichts mehr. Giggs. Miguel klärt wieder. Einwurf für Man U. Hargreaves gegen Banega. Giggs versucht sich durchzusetzen. Ja, Färber hat sich auch schon abgemeldet. Giggs. So, Vidic. Guter Ball auf Evra. Hier wird. Jetzt noch 2 Minuten in der Nachspielzeit. Die sind Experten für sowas. Das wissen wir. Sind Experten. Ricardo Costa. Dominguez. Also wenn sie jetzt nochmal den Anschluss erzielen in der 90. dann wär's doch schon der Hammer. Dann sind die wirklich Spezialisten in der 90. Juan Mata. Die kombinieren jetzt in der 90. Minute. Das haben die noch nie im gesamten Spiel gemacht. Juan Mata. Und Vicente hat den Ball sogar nochmal. Jetzt war's das. Foul von Fulham an Vicente. Erfolgt der Schiedsrichter gleich ab. 2-0 entstand für Manchester United. Und sie treffen auf den Sieger von Chelsea gegen den BVB.